Die COP in Dubai geht in die letzten Züge und wir sehen einen Konflikt zwischen den Staaten, die sagen, fossile Energien sollen weiterlaufen und Atomenergien und mit Kohlenstoffabscheidung und Speicherung. Andere sagen, nein, wir brauchen einen Ausstieg. Und die Bundesregierung, auch unsere Außenministerin Annalena Baerbock, ist mit dem letzten Entwurf der Präsidentschaft nicht einverstanden, weil dort eben nicht von einem Ausstieg aus den fossilen Energien die Rede ist. Auch zum Thema 1,5-Grad-Pfad findet man darin nichts. Deswegen werden die progressiven Staaten bis zuletzt kämpfen für eine bessere Formulierung, weil das ist auch das, was die Menschen beispielsweise auf den Inselstaaten, die jetzt ihre Heimat verlieren, wirklich brauchen.